König Charles und Königin Camilla. Schockmoment bei Termin. Sie mussten evakuiert werden. Schreckmoment für König Charles III. Und Königin Camilla. Bei einem Auftritt bei der landwirtschaftlichen Ausstellung Jersey Expo musste das Königspaar evakuiert werden. König Charles und Königin Camilla. Auftritt wegen Sicherheitsbedenken unterbrochen. So hatten sich König Charles III. 75 und Königin Camilla, 76, ihren Tag wohl nicht vorgestellt. Am 15. Juli besuchte das Königspaar gemeinsam die landwirtschaftliche Ausstellung Jersey Expo im Rahmen ihrer Kanalinselreise. Doch nur kurze Zeit nach ihrem Eintreffen soll es zu einem Schockmoment gekommen sein. Charles und Camillas Programm sei aufgrund eines Sicherheitsrisikos unterbrochen worden, wie britische Medien übereinstimmend berichten. Der Termin musste sogar abgebrochen und die beiden Royals evakuiert werden. Laut dem IRA seien die beiden aus Sicherheitsgründen sofort in ein naheliegendes Hotel, das Pompadour, gebracht worden. Es gab einen Anlass zur Sorge. Was genau vorgefallen ist, unklar. Doch nach knapp 20 Minuten soll es für König Charles und Königin Camilla Entwarnung gegeben haben. Nach einer sorgfältigen Prüfung hätte das Sicherheitspersonal verkündet, dass es sich um einen falschen Alarm handelt, sodass die beiden ihren Auftritt wie geplant fortsetzen konnten. Es gab einen kleinen Anlass zur Sorge, eine Untersuchung hat ergeben, dass es sich um einen falschen Alarm handelte. Alle Vorsichtsmaßnahmen wurden getroffen und das Programm wurde kurz daraufhin wieder aufgenommen. Berichtet ein Augenzeuge. Auch Eamon Fenlon, der Geschäftsführer von Jersey Dairy, äußerte sich gegenüber Mira zu dem Schreckmoment. Ich hatte der Königin gerade ein Eis gegeben und drehte mich um, um mir selbst eins zu holen, bevor wir uns unterhalten haben. Aber als ich MCH drehte, war sie schon wieder weg. Auch König Charles soll sich in dem besagten Moment angeregt unterhalten haben. Als ein Sicherheitsmitarbeiter ihm plötzlich klar machte, dass er den Ort umgehend verlassen müsse. Am Ende ging Gott sei Dank alles gut aus. Die beiden sollen am 16. Juli weiter nach Guernsey gehen. Verwendete Quellen, Damira.